gezeigt, dass er hier in dem Spiel der klare Favorit war. So, weiter geht's. Ah, Officer hat geschrieben, noch eine Sekunde, also er ist noch nicht ganz so weit. Ja, das ist ja nicht so schlimm. Jetzt ist er auch da. Also Arena und Invader fallen schon mal raus hier. Das ist unser Ja. Map-Pool für das zweite Halbfinale. User joined your channel. Hallo. Hallo, Matze. Hallo. Das hat ja nicht ganz so geklappt. Warum ist denn jetzt hier der Officer aus der Party raus? War doch ganz lustig, oder? Naja. Ja, beim ersten Spiel war halt das Hauptproblem natürlich, dass du das Depot verloren hast. Naja, Schwierig. Zu wenig er. gebaut im Depot. Naja, du hättest halt raustransition können. Wenn du die. Du hast ja die zweite rausgenommen, hättest du die ganzen Probes rausgenommen, hättest du easy raustransition können. Ich wollte Dann. aber finishen und nicht transition. Ja, warum bist du da nicht hochgegangen? Weil der Pylons sind. Ja, dann Das kannst du mit verstehe diesem ich Bild nicht. nicht finishen. Warum spielst du ihn dann? Weil ich der bessere Spieler bin. Nicht. So, Sejong und Ruins of Endion sind auch noch raus. Oh. Damit bleibt schon mal hier Dusk Towers, Frozen Temple. Und was haben wir noch? Frost. Frost. So, das erste Veto hatte Kugel, das heißt, Kugel darf die erste Map bestimmen. Arena, Invader, Sejong, Ruins. Okay, ja. Frozen Temple als erste Map. Okay. Allerdings hat das Officer geschrieben, also kann auch ein Troll sein, aber ich schätze mal, wir vertrauen ihm da jetzt einfach mal. Ja, So. ansonsten wird Kugel gleich schon was sagen, wenn wir in Wird der sich schon Lobby melden, sind. ja. Genau. Gut, zweite Dusk und dann hätten wir als drittes dann noch eventuell Frost. Warum wollen die Leute eigentlich kein Frost spielen? Also ich weiß nicht. Warum? Ist doch dabei in Mapu Ja, jetzt. aber immer als dritte Map. Gerade ihr ja auch. Ich mag Frost. Frost ist so eine schöne makro-intensive Map. Ach ja, ihr wollt ja alle nicht Makro, ne, Matze? Als Terra nicht gegen Thilo. Das war ja deine Wahl. Oh, du spielst lieber Builds, mit denen man nicht gewinnen kann. Bleiben wir Mit dabei. denen kann man gewinnen. Ja, anscheinend ja nicht, ansonsten hättest du ja gewonnen. Okay. So, gleich geht's los hier. Das zweite Halbfinale der Season 5 Klarliga Playoffs. Der erste Finalteilnehmer ist unser Pressure. Ja. Jetzt spielt Solo es Simba. Kugelfisch und Officer spielen den zweiten Platz aus. Also wir sehen auf jeden Fall schon mal kein Mirror im Finale, würde ich jetzt mal vermuten. Ja, die Daher. Frage ist jetzt hier auch Officer, spielt er Terran oder Protoss? Weil eigentlich hat er die Season ja, glaube ich, mehr Protoss gespielt, zumindest die letzte. Also können wir doch noch. Oh Gott. Es ist Also drin beim wäre möglich, PvP, also. da halte ich mich raus, da habe ich keine Ahnung von. Da ist es sowieso nur Bälle an den Kopf schmeißen. Und when behind Dark Shrine. Das ist PvP. Für mich. Ja, das ist doch auch schön. Jetzt kommt gleich nochmal Kugelfisch mit Deathwind. Da wette ich drauf.
Ich glaube, ich kann das noch eine Zeit lang fortführen. Ich sag doch. Aber naja. So, dann denke ich mal, beide sind ready. Klang so. Jetzt kommt auch das Ready hier, das Offizielle. Dann starten wir mal. Jetzt hat Office auf Random geswitcht. Ich denke mal nicht, dass es dabei bleiben wird. Aber wir werden Kann nicht sehen. den Trollpfad in diesem Game übernehmen. Nein. Du hast gerade genug rumgetrollt. Oh. Ist es etwa doch Absicht, Random? Ja, GG. Interessant, naja gut, er ist ja tatsächlich mit Protoss und Terraner recht weit gekommen. Also die Frage ist nur, wenn er Zerg hat im CVC, Null Chance. dann wird es schnell zu Ende gehen, wenn er zweimal Zerg bekommt, aber. Außer Officer kann mit seinem starken Micro in ZVZ überzeugen. Höre ich da etwa Ironie oder? Nein. Oh, und wir sehen ein Alter. ZVZ. Damit ist wohl der Worst Case eingetreten für den Officer. Ja, Naja. links oben. Den Orangenzerg, Kugelfisch. Und rechts unten den roten Random alias Zerg, Officer. Steuerung ändern. Ah, es wird auf jeden Fall schon mal ein interessantes erstes Spiel hier. Aber ich find's auch interessant, dass Officer gleich gesagt hat, was er ist. Officer mit der Hedge First gleich und Kugler aggressiv. Ja, das ist mir von ihm nicht so, ist nicht so ungewohnt jetzt von Kugelfisch. Meinst Würde du, ich mal das behaupten. wird keine Hedge First of Officer, das wird Gas into Pool? Was? Will? Ja. Das spielt komisch. Vielleicht, weil er kein Main Zerg ist. Das glaube ich nicht. Also Kugel will auf jeden Fall aggressive spielen und Officer irgendwie auch. Also können wir gleich eine Ling-Bane-Schlacht sehen? Darauf läuft es Wahrscheinlich. hinaus, ja. Okay, Linge und Speed Kugler for zieht Queen. ab. Ja. Und Kugel auf jeden Fall super offensiv. Da ist man nur Linge wahrscheinlich mit Echsen Follow-up. Drohne kommt schon runter vom Kugelfisch. Aber von Frage. Officer aktuell Also das auf Speed Speed angedrückt. von Google ist so, ja, 15 bis 20 Sekunden schneller fertig. Die Hedge auch. Ja. Aber Von auch ein daher, Spinecrawler. Spine wird nötig sein, ja, denke ich doch. Ja, Officer halt mit der Queen und Das ist schon Ling. eine Überreaktion. Wenn Kugelfisch das scoutet, geht einfach zurück und rund hoch. Ja klar, ich meine, er hat ja keine Echse, also von daher kann er auch gechillt zurückgehen. Er ist ja vorne mit Eco dann. Er kann aber auch jetzt versuchen, ja, weil es ist die gleiche Linkanzahl und das Bein wird bald fertig, also er sollte Der dieser. schnappt sich jetzt die Länge und dann geht er. Ja, Oh, ich die zwei glaube nicht, eingeschlagenen das Linge, ah, lässt er einkommen. wird er nicht kriegen. So. Mama war ja auch noch Also. da. An Kugelstelle kann er jetzt erstmal sich zurücklehnen. Jetzt will die Probe, die Drohne hier los. Die wird wohl so schnell keine Echse bekommen. Nö. Speed ist jetzt auch fertig auf Kugels Seite. Also offensiv kann er nicht gehen, aber gut contain. Auf jeden Fall. Seine Echse gleich fertig. Banelinge kommen jetzt bei Viele Officer. Banelinge, er hat kaum noch Linge. Ja. Da ist kein Aber der. Potenzial, aggressiv zu gehen. Aber mit dem Spine steht er erstmal noch safe. Ja, mit dem Spine und der Queen auf jeden Fall. Vogelfisch zieht jetzt das Banelingnest nach. Also würde er dann auch safe sein gegen den Push. Wird das rechtzeitig fertig, wenn er jetzt Ja, losgeht? der delayt den Push relativ sicher. Wir können Dadurch, dass er direkt hier Officer vorne noch runbeißen, in die Main probt. bekommen. Na, Officer will auch die Echse noch nehmen, also ist jetzt hier kein One Base All In. Nee. Aber Kugel immer noch in einer profitableren Situation. Guckt jetzt auch, wann die dritte genommen wird.
Worker ist Officer nach vorne, aber jetzt fängt Kugler langsam wieder an, Drohnen zu bauen, beziehungsweise erstmal noch ein Spine. Ja, Martin Ling Run beinahe dran gestellt. Steht schon bereit. Wird jetzt reingehen. Jetzt geht er los, ja. Könnte sich auch die Queen holen. Ja. Weil der Main ist ja dieses Spine, also. Also der Run-By hat halt nichts gemacht. Ah, das So. heißt, kommt jetzt der Push von Officer. Mal schauen, was er machen kann. Also, der Spine wird auch fertig. Bandinge sind auch da. Ja, es ist alles Dinge gehen in da. die Main. Nee, Und schon ein direkt. Wir sind richtig tot. guter Connect. Wenn die zwei Bands jetzt noch sich die Bands erwischen, dann ist es richtig gut für Kugler. Ja, ich Ja, denke, also Officer ist wieder rein und geht zurück. bisher ist auch Trade richtig ich die gut noch. gelaufen. So 2 für 2 Banding getradet ist okay. Aber Kugel jetzt mit dem Worker-Vorteil. Man sieht auch den Und mit dem Roadrunner. Road zu auch gleich fertig. Also so gigantisch ist der Vorteil gar nicht. Ja, aber nicht Den nur. Office. Officer dafür mit dem schnelleren näher. Vielleicht will er schnell auf Mutter switchen, wobei er auch den Lord's Warren geschmissen hat. Jetzt ist Kugel aber doch schon 5. Naja, jetzt sind es wieder nur 2 Worker, also jetzt sogar even. Also es ist noch im Bei Rahmen, sag ich Kugelfisch mal. wird gleich die dritte kommen, denke ich mal. Ja, Außer denke er ich pusht auch. aggressiv. Ich denke, er wird eher scouten gehen mit den paar Lingen. Gucken, was Officer plant. Er baut jetzt hier auch eine ziemliche Wall, hat den Spine, der hat die noch doch nochmal weg. Ich dachte schon, er will sich komplett einwallen. Ne, da kommt dann die Ja. Queen rein. Ja, deswegen, das sah jetzt etwas verwirrend aus, aber. Die ersten Roaches sind auch schon im Bau. Ja. Ja, dann wird Kugelfisch jetzt aufdrücken wollen. Ja, Officer hat auch einen Roach Warren, also. Ich meine, das rechtzeitig sieht, aber er hat da keine Overlords in Position bei Kugel in der Nähe, also. Er wird es spät sehen, wenn Roaches kommen. Zu spät wahrscheinlich dann. Na gut, er drückt jetzt auch ein paar Roaches. Ja. Holt ein paar Safety Roaches. Worker ist Officer vorne, also wenn er es abwehrt, schaut's gut aus. Ja, auch Aber er muss erstmal abwehren, er wird es halt zu spät sehen. vom Tech her ist Officer vorne, weil er drückt jetzt +1 und Roach Speed an. Ja. Kugel nichts dergleichen. Hat nicht mal ein Leer. Das Hauptproblem ist echt, dass er die Roaches so spät. Jetzt sieht er sie mit dem Ling. Daher kann Ja, er jetzt aber noch mit reagieren. Defenders Eventuell noch Advantage, der ins. Spine ist auch unten, also so schlecht sehe ich Ja, mit Officers Queens. Position Ja. gar nicht. Muss ich ganz ehrlich sagen. Es sind zwar ein paar Roaches, aber die Reinforcements von Kugel werden Ewigkeiten brauchen, ohne Speed, um drüben zu sein. Wir sehen auch nicht einen Ravager auf dem Feld bisher. Officer muss einfach nur noch Er defensiv muss los. nur halten. Er muss nur halten. Er soll jetzt im Spine zurück, weil das ist schon viel Schaden, den er hier nicht benutzt. Ja, ach, auf jeden Kann es auch Fall. Er nicht sollte auch behalten. nicht chasen. Also das ist ein großer Fehler. Das ist Das ein wäre der großer größte Fehler. Fehler jetzt, wenn er die Roaches surrounded werden von Lingen, da kommen auch schon die ersten Dinge. Aber Ja. Officer zu gierig. Ja, da war auf das Das also, könnte hätte er Kugel da nur nochmal. defensiv Die gestanden, Queens sind jetzt einiges teuer. Er hat kosten. keine Queen mehr in der Exe jetzt. Ja, Er hat keine Queen im Bau. damit Wir fehlen nehmen ihnen zu, dass dürfen. aber die Eco. Mit Speed und 1-0 hätte er so einen großen Vorteil gehabt gleich. Ja, er hätte einfach nur defenden müssen, dann wäre massig weit vorne gewesen. So, die Dritte dritte. vom Kugelfisch kommt jetzt. Ja, aber immer noch kein. Doch, der Leer von Kugelfisch jetzt auch. Erste Ravager kommt bei Officer jetzt. Die ersten beiden. Ja. Ne, nur einer. Zwar Ja, nur aber Bailey. jetzt sehe ich halt Officers Position ein bisschen schwieriger. Er hat Na gerade sehr gut, viel Kugelfisch verloren. kann nun aber nicht mehr flüchten, wenn er overcommitted. Er kann eigentlich nicht fighten. Nee, also das ist, die defensive Position ist hier gut für Officer. Vor allem, wenn er den Ravager auch noch benutzt. Ja, was er im Moment noch nicht so tut. +1 für Officer ist auch gleich durch. Ja, aber Jetzt kann er Kugelfisch auch muss jetzt chasen. fighten. Ja, muss Sieht nicht fighten. so viel Unterschied. So, +1 jetzt gleich durch. Ja, +1 durch für Officer. Also ich sehe Officer hier in einer sehr starken Position, auch wenn die dritte von Kugel wieder schnell ist. Er hätte jetzt ein Timing zum Pushen. Ja, Ja. denke auch, das ist ein Fenster, das hat er, wenn er das nicht nutzt, ist er wieder hinten, weil er einfach die Genau. Eco einsetzt. Ja, von den Workern her sind sie even. Was aber Officer immer noch nicht gefällt, ist, dass er keine Overlords irgendwie in Position bringt zum Scouten. Weil bis Hydras da sind, ist ja ewig lang, dass man dann mit Overlords gut scouten kann. Officer will defensiv stehen. Ja, Jetzt denke gehen ich auch die auch. Mints. Denke ich auch. Aber er sollte dann das nächste Upgrade auf jeden Fall noch andrücken. Aber dafür hat er im Unbedingt, Moment ja. zu wenig Gas. Ja, aktuell auf 3 Gas. Ja, er braucht mehr. Okay, Kugel jetzt mit Burrow. Wird auf jeden Fall. Könnte mir vorstellen, dass er Burrow Jetzt kommen Roaches die Linke spielen zur wird. dritten und die werden die canceln können, also da sehe ich keine Ja, Chance für Officer. Officer reagiert gar nicht. Viel zu spät. Viel zu Ja, spät. er hat Man gecancelt. cancelt er sie. Aber auf Jetzt der kommt auch gleichen. ein kleiner Aber das. Reaper, dass sie ihn Ja, aber zurückholen. Ja. Der hat mein Banding wahrscheinlich. da steht Kugel schon. So. Ja.
Kugel auf jeden Fall. Ja, das angesprochene Fenster schließt sich langsam, aber sicher. Das Ja, schließt sich spätestens mit nicht Speed nur. ist es vorbei. Schließt sich nicht nur, das ist geschlossen. So, ich meine, beide haben jetzt plus 1. Mit der Defender's Advantage von Kugelfisch kann er auf jeden Oh, Fall jetzt jeden kommt. Push halten. Sie haben gleiche Upgrades. Ob Kugel besser zieht. kommt auch die Map. Ja. Also er hat wesentlich mehr Roaches gerade, aber das wird sich sicherlich bald Ihr habt legen, wenn er ein keinen bisschen Ton, sagt der nachdrückt. Roland. Wir haben keinen Ton. Naja, wir haben keinen Ton. Doch, wir haben Ton. Wir haben nur keinen Ingames, oder der Ingame-Sound ist vielleicht ein bisschen Oh, leiser. der Fight ist Der gut, Fight also kommt und kümmere ich kurz mich vor gleich drum. Speed und Burrow. Also erwischt hier das Timing noch ganz gut. Er ist im deutlichen Roach-Vorteil. Ja. Also Sollte allerdings Speed ist gewesen. gleich durch. Oh, er Aber mag gar nicht von er der greift Rampe in der nicht gut Main. an. Er greift nicht gut an. Er hat So, er will Rampe in die. der Main. Ja. Ja, beim Ja, der Hauptfight Run. kann man Ja. offensichtlich hier durchsetzen momentan. Je nachdem, jetzt die Roaches spawnen Naja, natürlich so Kugelfisch würde es ungünstiger da jetzt drin. halten mit Burrow und. Burrow, ja. Burrow kann ihm das Spiel retten, weil er jetzt natürlich kein Overseer da hat. Ja. Wenn es gut macht, verliert er keine einzige Roach mehr. Ja, er hat jetzt schon Er hat schon aufgeholt, den sehr, Roach sehr da auch viel langsam. gekillt. Ja. Auch wenn die Ja. Reinforcements jetzt kommen. So, jetzt hat er ihn eigentlich. Jetzt hat er Officer am Sack. Officer kann nicht mehr zurück. Ja, das ist vorbei, das Spiel. Ja, ohne Burrow schaut es tatsächlich nochmal etwas knapper aus, aber es war eine gute Wahl auf jeden Fall von Kugel. Also der Sound ist da, er hat refreshed. Aber ich muss Ah, sagen, ich wollte Officer hat gerade sich sagen. besser geschlagen, als man erwartet hätte, jetzt mit seiner, sag ich mal, schlechtesten Rasse. Ja. Officer mit einer sneaky dritten. Aber Die ich ihm aber nichts glaube. mehr bringen wird. Ich glaube aber nicht, dass er das noch halten kann. Auch mit den ganzen Dingen nicht. Kugelfisch Alleine. geht jetzt Richtung Lurker, aber das wird nicht mehr nötig sein. Ja. Plus 2 bei Kugelfisch auch im Bau. Also vom Gas her ist Kugel auch sehr gut bestellt. Ja. GG. Also, Ja. trotzdem noch ein gutes Match gewesen. Ja, es war der Vorteil ist doch immer hin und her gewandert ein bisschen. Damit führt Kugelfisch 1 zu 0 in diesem Halbfinale. Und ich bin schon gespannt, ob Officer jetzt nochmal hier mit Random an den Start gehen wird im zweiten Match. Oder ob er sich dann doch für eine seiner stärkeren Rassen entscheidet, weil es könnte natürlich sein, dass er wieder Zeit bekommt. Ja, hier Aber wir sieht man werden nochmal gleich das sehen. Zweite Map Zeitfenster. war Dust Towers werden wir jetzt sehen. Da bietet sich's doch durchaus auch an. Ja, gegen Zerg kann man da schon auch Protoss spielen. Oder Terraner natürlich auch. Mal schauen, was er auspackt, der Officer. Ja, ich denke, Von der Burrow war hier Tabelle auch sehr jetzt. entscheidend. Und es waren da auch einfach zu spät dann schon zum Pushen. Die Reinforcements waren auch genug dann. Ja. Von der Tabelle her ist ja der Officer sogar hier der Favorit, sag ich mal, weil er weiter oben steht. In dieser Season auf Rang 2. Ja, wenn du als Brotlos. Ja, er hat natürlich nicht hier random gespielt, aber jetzt spielen sie beide random, okay? Also Kugelfisch sagt dann, ja, wenn du das kannst. Okay. Es wäre natürlich nice, wenn Officer im letzten Moment zu seiner Main switchen würde. Ja, Ja. das fände ich nicht fair, muss ich ganz ehrlich sagen. Das war natürlich nicht ernst gemeint, dass es nice wäre. Hast du das mit Game Sound Ja, lauter gestellt also. oder? War ein Fail von seiner Wolf. Er hat refreshed und dann hat's gepasst. Okay, gut. Tja, Dann würde ich ne? sagen, legen wir Immer los. diese Beide Spiele. Randoms, die einem Kommentare geben, die gar nicht stimmen. Schäm Immer dich! Protoss. Schäm Immer am dich! Haten. Haters gonna hate. Es ist alles hier in Ordnung, so. Ich habe auch 0,00 verworfene Frames. Also, was ist da los? Aber das ist ja prinzipiell so. So, ich bin schon. Es wird immer erst der Streamer angekackt und dann merkt man auf einmal, ich hab gefailt. So. Oh, wir sehen ein interessantes Matchup. Ja. PvT mit dem rechts oben gespawnten orangenen Protoss Kugelfisch. Und den links unten in rot gespawnten Officer. OHP. Jetzt vom Matchup her natürlich der Officer im Vorteil, wobei gerade ja der Kugelfisch im Vorteil war. Ja, also wollen wir Early Predictions rausgeben? Ich denke. Officer.
Ich denke auch, es ist eine dritte Map drin, jetzt wo Officer Terraner ist. Kugels Brotos ist nicht so gut, die Terraner-Zeig von ihm. Ja, ich denke auch. Also Officer war wieder so nett und hatte geschrieben, dass er Terran ist. Kugel hingegen hatte nicht geschrieben, welche Rasse er ist. Deswegen, Officer wird jetzt scouten. Er ist ja auch Brotos. Ja. Man muss ein bisschen PM an den Tag legen. Gehört das dazu. Also ich denke Kugel hier mit einer frühen Echse. Mhm, er spielt den Tilo. Ja, denke ich auch. Ja. Sieht ganz danach aus. Aber auch der Officer zieht seine Echse ziemlich früh nach. Reaper Opening Standard. Ja. Ja. Ich ihn kenne mit Mindrop. Oh, die Probe kann den die Echse delayen. Nice. Wenn sie das will. Ja, das will sie. Ja. Fighten sollte sie vielleicht nicht im 1-on-1, aber... Die hätte die Echse delayen können. Kugler darf nicht sterben. Ja, natürlich kann er sie jetzt immer noch delayen, also... Oh, der Officer hat aufgepasst. Ja. Ja, sehr gut. Er kann natürlich jetzt seine Schilde regenerieren, wenn er gut aufpasst. Aber jetzt wird er gerackt von der Probe. Ja. Ah. Doch, er schafft es. Oh. Damit kommt ja, aber jetzt kommt der Reaper, so. Oh, immer Reaper. Officer hat relativ im Griff alles bisher. Die arme Probe musste sterben. Ja, aber Kugel auch, hat jetzt den Stalker. Oh, die lädt sein M-Core. Er holt dafür den Stalker. Er geht direkt in Stalker. Stalker zuerst ist auch okay gegen den Reaper. Mit Chrono auf jeden Fall rechtzeitig da. Ja, sollte. Ja, und bei Officer sind wir auch eine relativ frühe Factory. Also beziehungsweise Standard dann nach dem Reaper Opening. Mhm. Und sicherlich dann Mind Drops. Und der Reaper geht jetzt in die Main, versucht den ersten Kill zu bekommen, den zweiten Kill. Aber die Probe passt Stalker, auf. Der Stalker war out of position gewesen. Ja. Damit kriegt er einen. Eine Probe. Also hat sogar zwei Kills insgesamt. Ja. Also das ist schon nicht schlecht. Ganz guter Start mit dem Reaper. Oh, glaub, muss sein Geld investieren. Twilight. Also es kommt auch an die Factory hier der Reaktor dran. Und daher scheint es wirklich wieder um eins zu geben. Mhm. Aber ich würde jetzt mal nicht auf Hellions. Aber der Starport kommt aktuell nicht, also wahrscheinlich kein schneller Drop. Dann vielleicht doch eher Richtung Hellions, ich weiß nicht, was er sich damit vorstellt. Doch, da jetzt ist kommt der Starport. Ja. Und die Robo auf der anderen Seite. Eine Overcharge das gezogen, um den Reaper zu kriegen. Ja, da kommen die Widow Mines. Ja, dann doch. Ein Delay der Minendrop. Oh. Ja, das ist natürlich günstig, dass er mit Robo öffnet dagegen. Und Darkshrine. Guter Mann, Kugler. Ja, Darkshrine, aber die Turrets werden schon gesetzt. Mhm. Aber ja, du kannst trotzdem genug Schaden machen. Ja, sicher, sicher. Meistens ist gerade gegen Widow Mines nicht schlecht, weil dann doch der Terraner er hatte kaum Marines, kaum Bio in der Regel. Die Frage ist halt nicht schlecht. Was Kugel jetzt als erstes rausholt, wenn es ein Observer ist. War Prism. Nee, gleich War Prism. Das heißt, der Main Drop könnte sehr, sehr viel Schaden machen, der die Leute. Naja, aber er kann Just in Time, denke ich, noch den einen Opsi rausbekommen. Kann wenn er den Chrono drauf lässt, ja, dann müsste er drin sein. Ja, darf ich ihn bloß nicht rüber schicken. Ja, der wird meistens dann ziemlich hinterher gerallied, also das kann schon durchaus passieren. Ah, ist der Blightblock bei Officer jetzt? Ja. Seht ihr Depots? Ja, hinter den Marines. Dauert noch ein bisschen. 6 Marines, 2 Mines. Ja. 4 Marines, 2 Mines. Wird auch nicht gescoutet jetzt, weil die Probe natürlich hier zu dem Pylon-Bau in die dritte gegangen ist. Ja. Der Ops das geht aber in die Main. Auch direkt. Der Ops fliegt aber im Moment der in die Main. Der Ops bleibt in der Main, ja, das ist natürlich gut für ihn. Also wenn er gut reagiert, der Kugler. Aber der Stalker steht an der NATO. Landen, also. Ja, da steht aber da schon ein Stalker. So, jetzt ist die Frage, was macht er mit dem Ops? Stalker. Stalker kann dagegen nicht viel machen. Also der Ops auf dem Weg weg, das ist schon mal schlecht. Na, mal schauen, wie er mit dem Probe reagiert. Wenn er gleich abzieht, dann ist nicht so schlimm, aber er scheint zu spät zu reagieren. Mm. Ja, damit verliert er hier ordentlich 7 Worker. Noch weitere mal schauen, was die DTs machen. 10 Probes down. Die DTs werden nicht geused. Sollten jetzt ja, damit ist er jetzt erstmal durcheinander. Aber jetzt kommen sie. Vielleicht kann er auch gleich den Turret, den kann er snipen, ja. Den
kriegt der Down, also ja, gut. Soll Rare Down. Nix gegen 3. Geht jetzt in die Main, das ist ein bisschen weird. Aber echt gut gemult, naja, gibt 3 Scans passt. Ja. Jetzt vielleicht ein bisschen noch in die Natto zurückziehen oder das Warp Prism holen. Also die Mines wurden auf jeden Fall gesaved. Alles wurde gesaved vom Drop. Steht da noch. Aber die DT schon down. Falls 10 Worker down beim Terraner. Ja, 10 Worker zu 7, aber auch 4 DTs verloren, wenn ich das richtig gesehen habe. Oder nur 3. Der kann jetzt unendlich nerven. Jetzt hören die Scans auf. Also, ne, einen hat er noch. Von daher. 3 DTs bisher nur verloren. Mule geschmissen. Turrets ab. Und die Widowmines kommen nochmal. Auf der anderen Seite, jetzt gibt's wieder Schaden auf der Seite. Ah, die Widowmines. Ja, nee. Gut, der können hier bei. Ich brauche jetzt was gegen die Marines. Ja, passt. Fliegt jetzt mit der einen Widowmine in die Main. Das bleiben wir da mal dran. Aber gräbt sie noch nicht ein. Also kriegt er noch einen Overcharge? Er gräbt sie ein. Oh, er bekommt noch Probes. Jetzt gibt's in der Main Probes. Ja. Er schießt auf den Reaktor. Ja. Sehr gut. Das war, also das war lucky. Von Kugelfisch. Ja, das war eher lucky. Mal schauen, ob er in der noch weiß, dass in der Natto die Main noch ist. Weil wenn nicht, dann kann es hier noch Probleme geben. Wollt er mit DTs von Tal nochmal rein? Hat noch einen Scan geforst? Ah, er kriegt nur eine Probe, also da hat der Officer jetzt, Kugelfisch richtig Glück, weil er hat einfach alle zurückgezogen und nur eine ist hin zur Mine. Ja, jetzt löst aber gleich die in der Main nochmal aus. Und wieder ins Gas! Alter, wie glücklich kann man sein? Hat das Medivac gekriegt? Das Micro-Kugelfisch jedes Mal einfach nur richtig stark. Also, nicht so viele Worker daran verloren, wie vielleicht erst die in der Natto wird auch noch einmal triggern, wahrscheinlich auf den Stalker und damit vielleicht noch ein, zwei Probes mitnehmen. Ich glaube, Officer rutscht jetzt einfach drüber. Ja, die Arme sind jetzt schwer aufzuhalten. Das ist jetzt das Problem aus Tost Sicht, weil mit die T's natürlich nicht so defensiv jetzt aufgestellt ist. Wenn Officer sich ein, zwei Scans spart. Keine Combat Shields, das kann helfen, wenn er Aarons hat. Also ein Scan hat er im Moment, fast zwei. Er versucht es mit Adepts, aber die sind auch in der Anzahl nicht stark genug, jetzt, vor allem weil Tanks dabei sind. Und ohne Upgrade vor allem. Ja. Ah, die ist sogar da, das Upgrade. Das Upgrade ist da, okay. Aber die Tanks sind schon halt jetzt einfach nicht genug. Damit wird das vorhergesagte 1 zu 1 geben. Ja. Was natürlich auch sehr schön ist, damit wir hier nicht nur 2 zu 0 sehen. Ja, das ist viel zu wenig. Auch kein Overcharge. Volle Distanz. Oh boy. Overcharge. Obwohl, er hält das jetzt gerade nochmal. Er hat eine dritte, ne? Also Terraner auch, aber noch nicht in Position. Ob wir es halt nicht aufgepasst, daher schaut jetzt ganz gut aus. Oh ja, und jetzt kommen die Adepts hier an die Tanks ran. Aber die werden von der Bio trotzdem geclearet. Ja, das hält er aber. Was hält er? Das sehe ich auch so. Hält es gerade. Er kann noch mit keine da. Tanks natürlich Micro. Ja, aber da könnte auch einfach mit dem Mama Core jetzt drauf drüber fliegen und sagen, oh, you're gonna do. Es dauert zwar. Mit rein. Ja, jetzt ist ein DT da. Was Scan Instant, also gute Reaktion von Officer auch. Rettet nochmal Tank. Den anderen hat Tank den DT nochmal gesaved? Mhm. Aber es ist zu wenig, Units. Wer jetzt nochmal scannen kann, aktuell, ja, da ist der DT weg. Es ist zu viel. Ja, es ist etwas zu viel. Obwohl, Officer lässt jetzt gerade seine beiden Tanks sterben. Passt nicht auf die Tanks auf, damit. Oh, doch, den letzten. Ja, aber in der Main nochmal ein Drop. Der erste Koloss, Doppel-Koloss Production, die sind gleich draußen. Ja, gleich ist eine lange Zeit. Ja. Wenn die da wären, klar, dann. Aber ich glaube, dass in der Main. Gerade nochmal geklärt in der Main. Ah, nee. Ja. Nicht ganz, und wenn er jetzt den Pylon killt, ist alles vorbei. Ja. Also, was will er jetzt noch großartig reinmoppen? Macht er aber nicht, er geht nicht auf den Pylon. Zumindest nicht den hinteren. Jetzt kommen die Kolosse gleich raus. Ja, und mit zwei Kolossen sieht die Welt erst eigentlich, ehrlich gesagt, schon wieder ein bisschen anders aus. Ja. Da kommt auch erstmal nichts nach. Lädt jetzt. Schön weiter. Ja, aber hat also 19 Probes jetzt gekriegt. 21 Probes gekriegt. Ist auch im Supply weit vorne, der Officer jetzt, also. Ja. Mal schauen, wenn. Aber Google. Ja, ich wollte gerade sagen, wenn er die Doppel-Koloss-Production anhält, aber er hat nicht genug Gas dafür. Und ein paar Probes müssen wir seine Probes laden. Ja. Ich muss erstmal wieder auf einen ordentlichen Probe-Stand kommen. Also Doppelkoloss-Produktion kann er sich im Moment einfach schlichtweg nicht leisten. Ja, und Officer reagiert auch schon. Doppel-Viking-Production läuft. Ja.
Er hebt sich auch immer gut ein paar Scans auf. Kugelfisch läuft jetzt los. Ne, er will die 40 sichern. Er mult einfach schlecht, weil er wirklich viel Energie hat auf seinen Orbitals. Ja. Kugel läuft jetzt los, er läuft drüber. Hat natürlich Mothership dabei, ohne Recoil. Mal schauen, was er jetzt... Oh, die Tanks! Der Tank fällt gleich mal. Kein guter Start für Officer in das Engagement. Ja, das war schön vom Kugler. Ja, jetzt ein, zwei Sandwich noch dabei, dann schaut der Fight ganz anders aus. Ja, aber... Kann er nicht einfach reinstiefeln, der Kugel? Naja, er hätte lieber defensiv bleiben sollen, jetzt wenn er eh die vierte nimmt. Also da macht auch das Pushen nicht viel Sinn, vor allem ohne Recoil. Ich glaube, er wollte einfach entgegengehen. Ja, ein bisschen früher zum Siegen zwingen. Dass er nicht die vierte so gut und so schnell containen kann. Genau. Jetzt schickt Officer einen einzelnen Marauder hoch. Aber da kommen auch schon die Liberator bei Officer. Double Liberator. Ist das Spiel vorbei. Ja, jetzt ist es natürlich nicht gelaufen, also. Wofür spricht er aus Erfahrung? Kugel, ich sollte jetzt, sobald er den Liberator sieht, auch das Spiel verlassen. Ja, ich denke auch, sobald ein Liberator ist ja noch nicht nervig, aber einer jetzt ist noch nicht so schlimm. Jetzt kommen zwei Kolosse kommen noch, also wenn er dann vielleicht nochmal dagegen drücken kann, wenn Officer overcommitted, ist noch was drin, aber. Ich denke mal echt, das Engine wäre jetzt echt wichtig. Sobald mehr Liberator kommen, sehe ich da nichts, keine Chance mehr. Jetzt hat aber ziemlich weit vorne der Officer. Ziemlich guter Fight für Kugel. Das ist gut für Kugelfisch. Die Kolosse stehen alle 4% schön da rein. Ja. Und ja, das ist hier ein relativ evener Fight, Officer ist immer noch weit vorne im Supply. Aber jetzt kann er langsam mit den Tanks und den Liberator langsam vorziehen. Ist der zweite, dritte Imperator schon da, also Kugel ich denke mal... Shift Charge. Und überhaupt DTs. Ja, aber wir wissen, dass da genug Scans sind. Ja, ich versuch's im Warp Prism nochmal eventuell, aber die Liberator siegen und die Tanks siegen sich natürlich jetzt böse nach vorne. Damit ist die vierte schon mal gegessen. Also die vierte ist down. So, da kann er auch nichts gegen machen. Der Drop kommt jetzt hinten rein. 4 DTs und ein 3 DTs, ein Adept. Er kann halt jetzt nicht mehr aus der dritten raus, letztendlich der Kugel. Also mit dem Warp Prism vielleicht Ablenkung schaffen, aber. Ne. Wirklich reingehen kann er da nicht mehr. Ja, aber ist auch Officer schwierig für Officer. Ja, das Game ist, denke ich, vorbei. Ja, er wird jetzt langsam und allmählich vorsiegen. Ja, die DDTs sind jetzt schon in der Main, machen schon ein bisschen Schaden hier. Also es ist kaum Units hinten. Jetzt kommen noch zwei Liberator. Und die, ja, aber die Rally der immer weiter nach vorne. Aber vorne siegt er auch gut, muss man ganz ehrlich sagen. Die Liberator hätten das töten sollen, aber klar, vorne ist natürlich schwer für Kugelfisch da noch was zu holen. Beziehungsweise bei ihm hinten. Ja, aber jetzt kriegt er nochmal einen guten Fight, wo er viel Bio kreieren kann. Und ist einfach zu viel schon, also. Ja. Er bräuchte die Liberator gar nicht mehr dringend, die waren ja einfach nur zum Zonen da. Ja, das ist 1-1. Ganz klar. Also ein Base Trade kann er auch nicht gewinnen. Ich meine, er hat jetzt was. Er hat noch 30 Probes. Zwei Immortals jetzt da, aber es ist zu wenig, also kaum noch Units da. Reicht nicht. Er hat natürlich versucht vorne rein zu warpen, man hat damit auch in der Main gut Schaden gemacht, aber zu wenig Units hinten. Ja. Und gegen Liberator, ja, kannst du ja eigentlich, weiß nicht, ohne Air Units ist es immer schwer. Ja, ich denke auch mit ist also, es schwer, aber. Du könntest da versuchen, wenn die mit Blinkstalker, mit frühen Blinkstalkern die Zahlen noch klein zu halten, aber da er keinen Blink hatte. Ja, auch das ist meiner Meinung nach fast unmöglich, dann in so eine große Konkave, weil überall irgendwas gesiegt ist. Und wie viele SAVs hat der Officer bitte? Er hat immer noch 50 SAVs, obwohl er schon über 30 verloren hat. Ja. Ja, aber war auch wieder ganz, ganz nettes Spiel hier, wieder ein anderes Matchup kennengelernt heute. Und damit natürlich 1-1, schöner Spielstand jetzt. Wir sehen doch mal jetzt die von Elfi gewünschte Map. Ja, Frost! Frost. So. Ja. Ganz klar. So, ich krieg gerade meinen Chat nicht weg. Doch jetzt so. Dann starten wir mal in Map Nummer 3 in diesem zweiten Halbfinale.
Jetzt entscheidet sich alles. Jetzt entscheidet sich, wer ins Finale einzieht und gegen Pressure um den Team Phoenix Thron spielt. In der Clanliga Season 5. Kugelfisch oder Officer? Oh, wollen sie wieder Sie beide random spielen? scheinen bei Random zu bleiben, ja. Also, Officer scheint schon ready. Kugel auch, damit Ja. nächste Random-Partie. PvP Was? jetzt? Ah, es ist, ein paar Matchups fehlen ja noch. Es könnte auch ein TVT werden. Das wäre natürlich interessant. Wir werden sehen. Kugelfisch ist Okay. Main. Ja, Officer Season 5 wahrscheinlich auch Main, oder? Ich denke, Toss. Dann, ja, Introductions. Links oben der rosane Protoss, dieses Mal Protoss, der Officer. Und rechts unten der orangene Zerg Kugelfisch. So, bei Officer klappt das Random recht gut. Er hat jetzt alle drei Rassen bekommen. Ja. Ist ja nicht immer der Fall. Es gab ja auch schon so Spiele, wo man dann dreimal Zerg bekommen hat. Kann ich mich nicht erinnern. Kann ich mich irgendwie schon erinnern. Ja, war auf jeden Fall interessant jetzt. Officer pausiert. Spiel unterbrochen. Vom Skill her müsste das jetzt das, ja, ich sag mal, stärkste Spiel dieser drei werden. Ja, denke ich auch. Und auch noch Cross-Spawn, also eigentlich ein Vorteil. Naja, ich stups gar niemanden an. Trollst du schon wieder, Matze? Nein. Ich hab den vorhin angestupst, als er AFK war, vor einer halben Stunde oder Stunde. Aktuell nicht. Ich höre auch ständig irgendwelche Pings hier gerade im TS. Ja. Ja, es wäre sehr schön, das. Die schreiben im Clan-Chat, deshalb. Genau. Ah, Thilo hat mir geschrieben, irgendwas mit Neustarten dann, falls nicht geschehen nach dem Spiel. Aber wir haben es ja vorhin auch gemacht, oder? Ja, vorhin habe ich es auch gemacht, ja. Dann ist ja alles gut. Wir werden dann hier auch wieder den Stream Aber pausieren. in Zukunft, Leute, nicht den Clan-Chat benutzen. Es gibt einen separaten Chat dafür. Dann hören wir das nicht, dann hören die Zuschauer das nicht und das nervt dann keinen anderen, der hier sonst so vielleicht auch gar nicht unbedingt hier dran interessiert ist, sondern was weiß ich was spielt. Der hört das nämlich auch. Das ist total nervig. Jetzt konzentrieren wir uns erstmal aufs Spiel. Officer spielt Standard Opening. Ja, denke ich auch. Gate Expand. Ja. Haben sie sich schon Dagegen, gescoutet? Nö. Kugelfisch spielt absolut kein Standard, sondern hier One Doch, Base er spielt Roach. den Kugelfisch Standard. Ja. Ein berühmter One Base Roach Push. Auf Den Cross Hardcore Position. All-In hier. Das wird auf jeden Fall. Ja. Ja, Kugel weiß nicht, wo Officer ist. Officer weiß jetzt, wo Kugel ist und Der hat das weiß auch, jetzt was er auch. macht. Hat jetzt auch gescoutet. Also ich sehe da einen ganz klaren Vorteil bei Officer. Ja, der Scout ist jetzt hier schon Gold wert gewesen, auf jeden Fall. Die Frage ist nur, ob er richtig reagieren wird. Also er fängt schon an, hier so ein bisschen zu wallen. Das denke ich ist ganz gut. Er Ja. braucht ausreichend Pylons und Mothership sollte er bald bauen, weil das muss Energie sammeln. Ja, denke ich auch. Wenn jetzt hier zu lang wartet, dann gibt es schon mal den ersten Schaden, bevor das Mothership da ist. Jetzt kommt's Ja. aber. Also er will auf jeden Fall mit Gateway-Units machen. Ist auch gar nicht so verkehrt. Ja, er kann wahrscheinlich auch eine komplette Wall hier. Wäre vielleicht auch gar nicht verkehrt, würde ich sagen. Ja. Ich denke, nach dem Pylon kommt da unten noch ein Gate oder eine Forge. Ja, denke ich auch. Würde auf jeden Fall Ja. Sinn ergeben. So, die ersten Rushes sind schon auf dem Weg. Wie viel Overcharges hat er jetzt? Aktuell Eins. noch einen. Oh, Speed für die Ovis kommt. Oh, wird das. Ja, Evo Chamber ist auch gesetzt. Also wird er droppen wollen? Dort noch Dropfire aus. Also baut hier die Robo in die Wall noch rein. Ja. Schließt sie mit dem Adapter, aber so also keine Full Wall.
Ja, weiß nicht. Ich finde, gegen, falls es Ravager werden, werden sie ja auch möglicherweise. Oh, die Queens werden mit Sicherheit nachgeholt. Ist eine Full Wall nicht verkehrt. Ja. Aber Der wird jetzt keine. gleich mal den ersten Overcharge forcen, nehme ich an. Also er wird zumindest versuchen. Er holt direkt die Ravager vor den Augen des Motherships. Ja, finde ich ein bisschen risky, weil er jetzt Free Damage kassiert. Ah, okay. Aber die healen sich ja noch einmal. Jetzt wird er gleich den Pylon angehen. Ja, geht gleich drauf. Auf. Und zieht sich schön zurück. Ja, Also er auf kann jetzt jeden den Fall Ravage nicht und die schlecht. Pylons clearen. Das ist schon ganz gut ein. Aber jetzt ist die Gateway-Technologie fertig. Das verändert natürlich alles. Damit wird ab jetzt die Zeit für Officer laufen. Denn er kann jetzt hier unendlich ohne reinwarpen. Wäre schön, ob wir das Ja. jetzt schon mal in den nächsten Pylon. Für die Robo, dass sie nicht anpowered wird. Ja. Der erste Immortal ist auch schon angedrückt. Geht jetzt wieder auf den Pylon mit Oh, den geht Ravager. aggressiv. Officer ist wieder ein bisschen mutig hier. Das Ja, ist aber das vielleicht kann er nicht auch so gut. sein. Das kann er auch sein. So. Reinforcements sind unterwegs. Aber klar, jetzt mit den Gateways und dem ersten Immortal, also dann spätestens Ja, wird es sehr wenn. schwer für Googlefish. Also mit Immortals ist da nicht viel zu holen, Mom Ja, Base. im Prinzip hat Officer alles gehalten. Genug Aids und der Immortal. Ja. So, die Scheint so, dass hier, Queens ja, sind jetzt gleich da. unsere beiden Favoriten sich durchsetzen, damit Rang 1 gegen Rang 2 im Finale spielen wird. Natürlich noch nicht, wir wollen den Googlefish noch nicht abschreiben, er hat Overlord Drop, also er wird alles versuchen, auch mit Queens. Allerdings, ja, der Immortal ist halt schon Ist halt eklig. So. eklig, ja. Ja, wenn Aber er da so gute kommt kein. Position bekommt. Er geht in die Main, nehme ich an, oder? Also, Ja. er scoutet jetzt aber auch mit dem Adept, also das ist natürlich jetzt perfekter Scout, um das zu sehen hier. Ja, geht Damit auch geht er direkt nämlich drauf, drauf. kann, kriegt eventuell einen gleich, ne, Ja, der und jetzt lädt kann er die rechtzeitig ganze aus. Army klären. Ja. Hydrants, Die Army ist nicht groß genug, also. Ich meine, Jo. klar, die Ravager sollten aber die Bice auch benutzen, also. Wir werden gleich das GG sehen. Ja, ich denke auch. Ja, jetzt kommt die Bice, also wenn die eher Oh. macht, dann sehe ich sogar ein bisschen Potenzial in dem Fight, aber. Er hat aber den M-Core noch gekriegt. Also wenn Ja. Kugel das hier einmal cleart, dann wird es ziemlich schwer. Ja, Aber zu wenig Units, kriegt ja. er. Man hat halt zu wenig Reinforcements auf One Base, das Problem. Ja, auch der Spawn war halt ungünstig für so eine Taktik. User left your channel. Also wenn er jetzt tatsächlich in die Main kommt, dann ist vielleicht sogar noch eine Chance, weil wenn er dann an der Rampe, dann muss der Officer irgendwann die Rampe hoch und damit steht er im Beil dann. Also da könnte er sich noch besser positionieren in der Main. Aber gut, durch den Scout und ja. Damit, ja, Drecks Course Map, das war wohl hier Mit natürlich auch mitentscheidend. ausschlaggebend. Ja. Ja, wir Gute sehen uns auf jeden Taktik. Fall dann gleich wieder.